So Leute, herzlich willkommen zum ersten Vlog vom Rolling Loud Festival. Wir sind jetzt alle wach, wir sind eigentlich angezogen. Ich ziehe nur mein Shirt nicht an, damit ich jetzt schon voll schwitze. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde auch ein bisschen versuchen, an die, weil viele werden ja auch die Tage nach München gehen zum Rolling Loud, ein paar Tipps und sowas mitzugeben. Weil wir müssen uns auch noch die Bänder holen, aufladen, unsere Bänder, bla bla, ist ja alles cashless. Werde ich euch alles zeigen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und viel Spaß mit dem Vlog. Wow! Yeah! 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 So, gerade kam schon der erste Expertencall von mir und zwar, ihr müsst eure Personalausweise oder Reisepässe mitnehmen, weil die Tickets meistens personalisiert sind und ihr müsst vorweisen, dass ihr die seid und deswegen müsst ihr Reisepass oder Perso mitnehmen. So, Outfit von Daniel. Okay. Sieht folgendermaßen aus. Ja, ist entspannt. Hm? Nee, oder? Mein Shirt? Ja, yeah. War's cool. Weißt du, von wem es ist? Nee. Das Shirt? Cheekers. Chief Cheekers? Nein. Chief Cheekers. Ich weiß nicht, von wem es ist. In der Feuerwurf ist schon von einem Artist. Ja. Travis. Yeah. Und wir sehen, heute ist Travis sogar. Ist es Rachel? Ja, heute ist sogar Travis. Wie ist cool. Alle denken, du bist Rachel. Also. Rolling, Rot in Outfit habe ich schon kritisiert und zwar braunes Shirt. Das Ding, du wirst so welche Nuggets hier haben, dein Shirt wird schwarz sein später. Rory? Er sagt, nö, ich schwitze nicht so viel. Werden wir später sehen. So, wir müssen los. Gehst du so oder was? Ich bin ein Partyzone! Malle Kalle ist auch hier! Malle Kalle füllt die Halle in den Megapark! Andere wichtige Sachen auch zu Hause lassen. Auf eurem Perso müsst ihr aufpassen, dann müsst ihr noch nach Hause. In München ist jetzt nicht so. Zum Beispiel Führerschein und sowas, was ihr nicht braucht, lasst zu Hause. Wichtig. Bargeld. Bringt auf dem Rolling Loud, glaube ich, nichts, außer beim Main Top-Up-Spot. Also da, wo ihr eure Dings aufladen könnt. Aber da wird alles rappelvoll sein, besonders am ersten Tag. Deswegen versucht mit EC-Karte oder Kreditkarte eure Bänder aufzuladen. Das Ganze könnt ihr auch im Vorhinein machen. Über die Website, keine Ahnung, wie genau es geht. Da könnt ihr sparen, ihr kriegt noch irgendwelche Bonusse dazu ab irgendwelchen Beträgen. Digga, man denkt gerade, ich mache ein Placement für Rolling Loud, ne? Das ist so krass. Weil auch die Schlangen, besonders am ersten Tag, sehr lang sein werden. Wir haben es nicht gemacht. Wir werden es euch zeigen, wie es bei uns aussieht. Bei VIP ist nochmal so ein eigener Top-Up-Spot. Also Top-Up heißt immer so ein Stand, wo man die Bänder auflädt. Mal gucken, wie voll das sein wird. Also das ist wirklich der größte Merch-Shop, Digga. Nee, oder? Travis Merch. Ja, mein Beruf. Aus London. So, dass Travis sieht und so, ey, er war bei meiner Schauspiel in Hochrad. Digga, aber das hat der Ruf auch geklappt. Ja? Ja, ah, schlecht war. Ja, es funktioniert auch bei Travis. Nee, kann nicht klappen. Digga, wenn ich in der ersten Reihe stehe, er sieht mein London-Shirt. Und er kommt wieder runter für den neuesten, den Song. Lost Forever. Ich werde jedes Wort mit. Digga, kannst du? Mein Sohn in Niederlande, er konnte nicht ein Wort. Ich würde jedes Wort mitnehmen. Er hat es geschrieben. Ich habe die Videos angeguckt von Travis 2022 London. Schon da konnte ich jedes Wort. So, wir machen diesen Weg. Krawall ist schon mal dabei. Der Uber, ich hoffe, es wird nicht vorbeifahren, weil wir ein bisschen abgelegen sind und hier kommen so schwer Ubers hin. Und da geht's jetzt los. Wir müssen noch was essen. Ich hab schon nicht gegessen. Wo gehen wir essen? Keine Ahnung. Irgendwo da in der Stadt. Schau mal. Ich sehe das zum ersten Mal. Die waren ja schon gestern in der Stadt. Ich denke mal, da wird alles voll sein mit jungen Leuten und so. Digga, hier ist einfach alles voll mit jungen Leuten, die gleich an den Strand gehen. Und einfach Spaß haben. Geil. So, irgendwie so habe ich mir Springback vorgestellt. Wir gehen jetzt was essen. Wir müssen noch auf Kalle und so warten. Und dann, yalla. So, da kommt auch schon der erste Tipp. Apropos Bänder holen. Wann übrigens Krawalldosen 1 von 1 durch. Plant genug Zeit ein für die Bänder holen am ersten Tag. Ihr könnt es auch am Tag davor machen. Die Öffnungszeiten für die Stände, für die Wristbands werden euch gezeigt. Plant am besten, wenn ihr es am Tag holt. Moin. Nicht, dass ihr am ersten Tag dann euer Lieblingsauftritt verpasst, nur weil ihr eure Bänder holen müsst oder so. Kann sein, dass es 1-2 Stunden dauert am ersten Tag. Ja. Wir gehen jetzt was essen. Einfach hier, weil hier sind viele Leute. Das heißt aber meistens, Touristenfalle ist gleich nicht gut. Das heißt, Fastfood kommt, ne? Sind nicht Restaurant hier? Schau mir ein Kilo Pommes rein oder so. Irgendwas, was drin bleibt. Pommes sehen sehr dünn aus. Ich sehe keine Soße. Schmeckt. Ja. Einfach inhalieren. Unsere Chicken gegrillt. Chicken sowieso hier. Ich sag dir, das schmeckt sogar gut aus. Probier mal. Kleiner Fun Fact, habe ich gerade gemerkt, der Tipp an euch, die Timetable als Hintergrundbild machen. Das hatte ich schon automatisch gemacht,
Aber dann müsst ihr nicht immer suchen und so. Weil das ist schon schlau. Das ist schon schlau. So ein guter Geheimtipp, macht das, wenn ihr in München. Also, das Ding ist, die Guten fangen alle erst spät an. Du sagst, M. Tripling ist gut. M. Tripling hat ein cooles Lied. 17:50 Uhr. 19:20 Uhr Lord Taylor, Mainstage. Lord Taylor wird sogar cool. BK the Ruler, was ist das? Keine Ahnung. Age um 19:30 Uhr. Ja. Das erste, was mich juckt, erst um 20:10 Uhr Lado. Aber nicht wegen ihr, sondern wegen der Crowd. Da werden viele Mädchen rumschrecken. Mit einer Metzgerei. Dann Homestead Gang, 20:30 Uhr. Davor die ganzen, die sind Mitte zum Zweck, auf Pegel zu kommen. Und dann Homestead Gang, 20:30 Uhr. Von Opium, der erste Opium Act. Dann 20:50 Uhr Central C, aber ich werde Thomas halt zu Ende gucken und dann Central C ein bisschen, es war bis jetzt immer wack. Danach ist Lil Uzi auf der Mainstage, das wird sehr, sehr cool. Darauf freue ich mich am meisten, ob von ganzem Morning Loud übrigens. Dann... Nicht Playboy Cardi? Ich folge auf Uzi mehr wegen echt? Dann Mr. Lonely, da werde ich hingehen. Ich werde diesmal nicht campen, weil in Thailand habe ich Travis verpasst. Habe ich Mr. Lonely verpasst, weil ich bei Travis gecampt habe, dritte Reihe oder so. Hat sich aber auch gelohnt. Und diesmal will ich es nicht wieder machen, weil ich habe Travis sowieso schon vorne angesehen. Deswegen werde ich zu Lone gehen, Lone zum ersten Mal live sehen. Und danach zu Travis rüber, werde ich aber bestimmt weit hinten sein. Parallel ist Ken Carson, haben die mich gefickt. Ken Carson wäre auch noch geil gewesen. Ja, Ken Carson wäre so, Bruder, so scheiße. Timetable ist so kacke, ja. Ja, das Thailand-Gelände war schon richtig cool. Hier bin ich mal gespannt. Das ist halt am Strand, ne? Komplett anderer Vibe. Aber Thailand war crazy. Da ist jetzt so, hier kann man die Tickets kaufen. Oder hier löst man seine Tickets ein. Wir haben Laubpunks, NFT. Weil ich Profi bin. Hier ist keine Schlange. Ich habe jetzt hier in der App so einen Code und den kann ich dann da zeigen. Sorry. Alles gepasst. Alles gepasst. Ja, ja, krass, ne? Eine Minute. Digga, war das in Thailand auch so? Nein. Nein? Da muss ich meine Wallet zeigen. Die haben hier einfach eine Liste mit den Namen, die ich eingegeben habe. Hier ist jetzt noch Top-Up. Also hier lädt man seine Armbänder auf. Drin könnt ihr nichts bezahlen mit Cash oder Karte. Dann müsst ihr alles so machen. Außer bei so Top-Up-Stellen. Hier ist so eine Kraft free, deswegen gehen wir hin. Ja. Alles geschafft? Wir haben jetzt erstmal so, ich habe 300 aufgeladen. So, durchschnittlich haben die Jungs so 150 aufgeladen. Einfach, damit die immer was, weil sie alleine sind. Man ist ja oft auch getrennt von der Gruppe, dass man was drauf hat. Auf jeden Fall gilt auch noch, wenn ihr 500 auflädt und am Ende bleibt was übrig, das kriegt ihr ja nicht wieder ausgezahlt. Kleiner Tipp. Deswegen macht lieber wenig und macht es immer wieder. Ladet was auf, anstatt zu viel. So, da vorne ist der Strand. Sieht schon geil aus. Weißt du genau, wo das ist? Hier warte ich schon. Ja. Auch einfach so auf den Sand. Es ist so nervig, dann auf Sand zu laufen, Alter. Das ist abhacken. Ich merke schon, es wird richtig klatschen. Deswegen immer viel trinken. Ob Wasser oder andere Sachen. Hauptsache, ihr bleibt hydriert. Ja. So viele junge Leute, Alter. Aus aller Welt, muss man sagen, ne? Aus aller Welt. Deutsche Leute. Man merkt schon. Natürlich, das ist der Barfuß besser gewesen. Die letzten Schritte auf hartem Boden. Ich möchte nicht erkollen, aber heiß. Ja, sehr, sehr heiß. Und ab jetzt... Ab jetzt unangenehm. Oh, nee. Ich kann nicht mehr. Ey, das fuckt ab. Fuckt ab, ne? Das macht ja keinen Spaß zu laufen. Ich werde nur rumstehen. Ich kann nicht mehr. Ey, wie findet ihr den Sand so zum Laufen? Also das ist komplett geil, das ist krank anstrengend. Sehr anstrengend, das ist komplett gestört. Ich kann schon nicht mehr. Aber es ist cool eigentlich. Also wenn man hier 3 Tage rumlaufen muss, wow. Ja, das stimmt. Ja, das fehlt. Du hast erwähnt, wir müssen hydriert bleiben. Ja. Soll ich euch erzählen? Penny, I'm home! Oh. Also dort ist die kleinere Stage. Also hier ist dann so ein Ding, hier trinkt das halt viele, weil hier Schatten ist. Ja. Da hinten ist die Mainstage. Da sind die ganzen Uzi, Cardi morgen, Travis heute. Also bis jetzt ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Kräfte kosten, ich hab dafür den Doppelten, damit ich viel Power bekomme. Jetzt Preis, Sit für das Kleine? 15. Das war hier. Ja? Also hier. Das war 15. 15 Euro. 15 Dollar. Ja, Euro, nehmen wir Euro. Ja. Damit ihr ungefähr Rechnung habt im Kopf, wie viel ihr aufladen müsst. Ja. Ich suche gerade, by the way, den VIP-Bereich. Ich will mal gucken, was da so ist. Wir haben immer leider keinen Bühnen-Access. So, also, das haben wir so einen Bereich, VIP-Bereich in Thailand, wo wir vorne
direkt vorne waren, so mäßig. Da war die Kräuterscheiße. Hier gibt es leider nicht. Also müssen wir entweder campen oder wir sind weit hinten. Sind das Setup verglichen jetzt zu Portugal und Thailand? Heftiger Unterschied oder? Ja, von der Größe ist gleich und so. Bloß der Boden, ne? Der Boden ist Asphalt. Also der größte Unterschied ist der Boden. Okay. Dann dort ist Lautklapp. Ja. Kann man Tische holen, aber die sind zu teuer. Das macht keinen Sinn. Da sind aber manchmal so Stars. Okay. Hier ist schon wieder Deutschlandversammlung. Ich bin der Bandisauster! Cristiano Ronaldo! Alter! Cristiano Ronaldo! So, wir haben uns durchgearbeitet. Wann? Auf jeden Fall, hier ist der VIP-Bereich. Chillen und sowas. Da ein paar Bars, Essenstände, mehr gibt es hier eigentlich nicht. Also hier ein bisschen wasted. Ich dachte, wir haben auch No Access, weil es stand da, die haben uns das abgezogen. Ja, hier ist ein bisschen Schatten von nachher, ne? Ich dachte, hier ist so höher gelegen und man kann von hier so gucken wie bei Frauenfeld. Everyone, you know it, man! What's erste Kollektion. Stark. Erstens, wir überhitzen gerade alles. Die Sonne klatscht crazy. Plus der Sand. Deswegen, wir wollen gerade ins Meer gehen, einfach mal so. Wie geil ist das? Wow, Digga. Cool. Richtig cool. Wir haben hier einen fucking Beach Club. Nochmal cool. Bis jetzt war VIP-Bereich Stadtzeug. Also richtig unnötig so. Man kann halt schneller trinken holen und mehr chillen. Mehr Plätze zum Chillen. Aber Digga, wir haben einen Beach Club. Sag wirklich, du kommst alle nicht rein. Ich geh rein. Was hier bleiben? Hier da. Unterhose. Ey, ich merk grad, Fehler wird sein. Danach mit diesen Sandfüßen in die Socken rein. Ja. Kalle. Ich kenne ihn! Was er sagt? Ich kenne ihn! So viel hier sagen, ich wollte ein Bild mit euch, dass wir beide uns ähnlich sind. Ja, es geht eigentlich. Alle denken sich, was suchen die zwei Idioten am ersten Tag um 17 Uhr hier im Wasser, Digga, mit Unterhose. Wo man so ein bisschen Schwanz durch die so. So locker. Wie ist? Ja? Ja? Sehr erfrischend auf jeden Fall. War auch gut, ne? Ja, sicher. Geschwinde Foto. Ja, wir haben gerade geschwinde Foto gemacht. Ganz, ganz gut. Seid ihr Ume, hä? Wir sind Ume. Ume, Uzi, Uzi. Jetzt hier an der Beachbar. Hier sind wir Disco. Ja, ich glaube, wir trinken jetzt uns hier einen rein. Ja. Erstens, Kalle, sein Mischel, zeig mal. Ja, bis hier Wasser. Und um das zu verdünnen, ein bisschen Red Bull. Geil, geil, geil. Zweitens, Supporter seit langem. Guckt euch mal den Tür an. Guck mal, der Tattoo. Alter. Oh mein Gott. Ehrlich jetzt? Chill, Bro. Alter, ich hab zwei Stunden gewartet. Echt? Ey, ich schwöre, er hat dich erstmal nicht gehört. Ich hab's gehört, ne? Ich dachte so einfach, wo kommt das? Ich denk so, du schickst oder so. Dann war's mal eher, Mann. Ja, klar. Nein. Ich grüße meine Schwester Maria, meinen Vater und meine Mutter. Was machst du hier? Ich wohne hier. Ach so, oha. Hast du mir geschrieben? Ja. Du hast mir geschrieben, ne? Ja. Und er hat nicht geantwortet. Doch, hab ich. Guck jetzt gerade, ich hab geantwortet. Ich doch. Komm, lass mich drücken, Mann. Ehrlich süß, ja. Langsam haben wir uns genug ausgeruht, uns gewöhnt ans Klima und so. Schon voll, ne? Kräfte getankt. Voll schon gut. Gehen wir wieder. Wir gehen mal in den General Access wieder rein und gucken, was da abgeht. Ich glaube, hier sind die Artists. Auf. Heißt es, Mann. Artists Area. Ja, so, mal kurz dahin. Mein Bruder. In and out. Sag ehrlich, wie ist das? Beste Burger. Guck mal, ja, Leute, das ist diese Zwiebel drauf. Ja. Eine ganze Zwiebel, aber ist geil, ne? ist geil. Und billig. Und 5 wäre für so ein Double Cheeseburger, ja. Digga. Was macht Eli jetzt gerade? Drückt auf Stopptaste. Mann, Digga. Wir haben probiert, gerade. Ja. Ich sag euch ehrlich, Jen, ist nicht schlecht. Aber Sinn übertreibt, Sinn übertreibt. Hey, das Shirt hatte Kim Kardashian an. Starting Five vom Candle. Guck mal. Blake Griffin, Devin Booker, Jordan Clarkson, Kai Kuzma und Ben Simmons. Bravo! Langsam ist es so 19 Uhr. Wir versuchen euch die ganze Zeit mitzunehmen, damit ihr wisst, wie das Ganze abläuft. Seid ihr mit dabei? Sind. Die guten Acts, 20:30 ist das erste Homicide Game. Wo ich hingehen will. Langsam finde ich auch die Barstände. Sogar das ist hier VIP, so. Ne? Ja, ich will gar nicht wissen, wie es dort aussieht. Ja. Die
werden wir gleich mal hingehen in die zu den Bühnen und sowas, gucken, was da abgeht, ein bisschen Musik hören und so. Aber ich glaube, wir langsam voll. Und ja, ich stelle mich jetzt nochmal an. Nur noch hier. Voll ist es, für Leute hier sind. Ist das nicht der von Spaghetti Mafia? Roland Boss Rojo! Come on, come on! Portugal, what's up? Guess who I smoke, nigga? Ich hab grad gefragt, wer das ist, ja? Sidney sagt zu mir, Lil Tyler. Sagst du, hä? Ich sag, Kalle, zeig mal dein Instagram. Aber ist cool, wenn man, also für den Hintergrund so ist cool. Einmal 18 für drei Shots Wodka. Der hat gerade einen dreifachen Wodka-Shot. Ich mach, sagst du nicht ihn, Digga? Warum ich? Einen dreifachen Woddy. Yes, yeah, let's go. Er kommt einfach straight aus Footlocker Store, Digga. You got Footlocker in LA? Yeah. Yes, of course. Walken so campen schon bei San Jose. Ja? Sind wir schon da? Ich will einmal Homicide Gang abchecken. Ich hab den nie live gesehen. Opium Signing, also von Cardi. Ja, Cardi! Wir haben gerade auch in der Lautbanks Lounge uns mit dem CEO, wir haben ihm Hallo gesagt, Bild einblenden. Also wir gehen jetzt zu Homicide Gang, wenn es gut ist. Oder danach gehen wir auf jeden Fall zu San Jose. Weil San Jose bis jetzt nie performt hat, also nie richtig lit war. Er performt super. Aber die Konzerte waren nicht und hier ist alles voll, ich schwöre. Wie viele Leute hier sind, die überschätzt man so, ne? Guck mal, gleich wenn wir hier und wir durchlaufen, wie voll sind. Ja. Gerade ist Lado dran. I need you to make your way to the bottom of the stage. Das ist Lado dran, aber muss man nicht. Da vorne, Homicide Gang, auf hier. Aber guck mal, wie viel hier schon stehen, weil gleich Sanders hier ist und dann auch Uzi. Aber man muss sagen, so ein geiler Vibe hier, so am Strand, Sonnenuntergang. So viele Leute, so viele junge Leute, echt cool. Okay, also haben wir uns erkennen, kennt man halt nicht so krass. Erstmal ein Festival.
Aber Crowd war relativ voll. Ich schwöre, es fand ja am richtig Gas gegeben. Ja, aber ohne was. Ey, Wetter! Jetzt geil. Wetter! Willow! Wetter! Oh mein Gott! Wo wart ihr? Bei irgendeiner Frau, Lado, die Arsch gezeigt hat. Ja, Lado. Yes. Und dann kam Savage T. Ich dachte, ihr könnt jetzt durch bis Uzi und Travis. Ja, ich hatte gute Posi, aber es ist unmöglich, ich bin weggegangen. Wir haben die ganze Zeit gedrängelt. Aber so dieses Dreckige, ne? Also so dieses Schubsen und so. Wie war's denn, du siehst? Weggegangen, Digga. Ja. Und der Mann kommt nicht zur Homicide einfach. Ob ja. Sehr ehrlich, Bilo, wie war Homicide, obwohl man nicht einsauen konnte? Bruder, ich sag ganz ehrlich, ich kannte ihn nicht. Aber... Das sind zwei, Bro. So zwei, sorry. Ja. Ich kannte die. Sehr, sehr geil. Geil, ne? Richtig Bock gemacht. Ja. Und Crowd ging auch mies ab. Opium immer gut. Ey, und jetzt? Digga, die ganzen Rangers sind rübergelaufen, ne? Die sind rübergelaufen. Ja, geil. Ja, und jetzt, Wetter? Super, angenehm. Uff. Aber der Sand färbt halt immer. Sand ist immer noch am Abfall. Yeah, I saw sport, you start moving when I tell you no. Let's go! But I wanna make it known. I gotta take my time with love, so we gotta take it slow. I'm not used to this type of stuff, but I can still make you more. Doja? Sancho C, jedes Mal war irgendwie, also Desna, ey, Crowd, dann Uzi, aber gleich kommt Uzi, deswegen stehen wir schon mal hier, wir sind schon relativ weit hinten, aber es ist trotzdem so eng, I'm trying to win a beat that energy there, you know. Ich will nicht weiter vor, weil sonst der Weg raus ist. I'm here for a good time, partner with me, yeah? Yo! Let's see if we really jump, ay! Turn up for all of you, let's see if we really rap, haha! Was willst du? Ich will Uzi! Okay, Sandra, sieht zu frei. Jetzt Uzi! Uzi! Not again! So, wir sind so am Drängeln. Wir sind so am Ackern. Aber so viele bleiben hier stehen, Digga. Ja, sorry! Hä? Wir kämpfen gerade für Uzi-Position, einfach auf Boden gepisst in der Crowd. Ich weiß nicht, wie ich das immer mache, ne? Ich hatte keine Flasche. Ich habe nur noch eine Flasche, da ist Wasser drin. Aber die Brille ist noch. Wir sind jetzt so weit vorne, unsere Position gerade. Wir wollen durch Mordspitz, kommen wir weiter vor. Aber mal gucken, weil es ist schon sehr drängelig. Ich sag jetzt ehrlich, Digga, wer nicht starke Nerven hat hier, schwer, ja. Weil es ist so eng, ja. Jeder Schubs, ja. Jeder versucht schon guten Pack zu erkämpfen, schwer. Erste Mal Uzi für die beiden. Yes, sir. Dein Lieblingsartist, oh mein Gott. Mein Bruder. Maybe erste Reihe, zeige. Maybe erste Reihe mit dem Shot. Ah! Bitte,
Ja, lass raus! Aber nein, nein, alles gut. Bruder, alles ist gut. Zu doll, ich höre. Es ist zu doll. Es wird zu geil, es wird zu geil jetzt. Extra! Extra! Freunde, du bist bei Ken Carson. Auf ja! Ich weiß, wieso Leute sterben. Ich schwöre, ich gehe zu Ken. Kann sein, ich gehe zu Lonely und Ken Carson. Das war's. Ein bisschen Travis am Ende. Irgendwas bei der Klappe. Nein, Money Longer. Money Longer. It's no matter. Turn to the side, smoking that fatty, she gonna be bad. Smoking that gas, you on the side, she gonna be bad. Now day long, you're my side. One, two, three, four. Now I do I want. Bitte, 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 bring es. Check mal Travis mit raus. Für Ed. Now I do I want. Now I do what I want. Now I do what I want. Now I do what I want. Open it up. One, two, three. Now I do. Yeah! 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 Yeah!
und ein Feueralarm. Das mag ich nicht. Ganz wildes Lied. Ich bin gespannt, wie es live ist. CS! Okay, jetzt kommt Rockstar-Shit. Ich dachte, ich gebe live mehr ab. Aber die kennt alle nicht. Das ist das Neue, ne? Also Lil Uzi am Anfang. Wenn da Mädels wären, ja, als, ciao. Ich schwöre, wir mussten wirklich kämpfen, ja, damit wir rauskommen. Schuhe, check. Alter. Der andere, der andere. Geisteskrank. Und bei dem, was ich gerade gesehen habe, habe ich gar keinen Bock auf Travis, ich schwöre. Ich gehe jetzt. Das So Lonely ist jetzt in 10 Minuten oder so. Kurz zur Bar. Das So Lonely dann. Mit den anderen Jungs erstmal connecten. Alter, also ich schwöre, es war unerträglich. War Lil Uzi auch in Thailand? Ja. War das so? Im VIP-Bereich ist es nicht. Nein, ne? Das ist entspannt. Und außerdem Thailänder, Bruder, die kennen I Just Wanna Rock. Ich bin völlig am Ende. Und natürlich, ist ja klar. Ich muss Tipps und Tricks geben. Das ist hier wow. Ich bin voll. Ist. Travis ist so eine Dreiviertelstunde. Wir haben alle verloren. Ich unbedingt zu This So Lonely. Es ist so voll, Digga.
misse jetzt einmal durch zur anderen Stage und Travis muss schauen, wahrscheinlich außen, wenn schon, und danach... Gleich gehe ich auch anstatt zu Travis zu Ken Carson, ich weiß nicht. Weil das gerade eben, Uzi war kein guter Vorgeschmack für Travis. Ey, und Seth, Travis sind richtige Rager, ne? Richtig. Weil Uzi ist nicht mal bekannt für Rage. Travis schon, so wie Cardi Morgan. Ja. Weil viele Menschen hier auf Travis warten, alter Schwede. Live, muss ich einmal gewählt haben. Carousel, underrated Song. Geisteskrank. Get low. Yeah. Get low. Everybody 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 get low. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Yeah. Yeah, 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 y
you if not ready for the day. It can always be nice. Let's go! Yeah! Bros! Nur noch mit Abonnenten. Ich schwöre, du warst auf einmal weg. Ich schwöre, du warst auf einmal weg. Ich hab ein Moshpit gemacht, weil du so lonely. Dann, ich guck, auf einmal Kalle ist weg. Ich bin die ganze Zeit weiter. Ich warte bis zu Ende. Ich guck, wo bist du? Du bist auf einmal weg. Bist du rausgegangen oder was? Als ob ich einfach gehe. Ich war auf einer Stelle. Ich hab geguckt, wo ist denn der Wurst? Ich schwöre. Lone war weg. Kein Gas, kommt direkt. Ich konnte nicht rausgehen. Warst du noch in der Menge? Ich bin direkt weggegangen. Ich bin nebenbei kennen, das war's. Und dann war ich bei Travis irgendwo. Guck mal, wer da kommt. Seht ihr den? Das ist ein Abonnent. Ein Ehrenmann, der mir Essen vorbeibringt. Ein Auftrag für einen Burger holen. Wow. Ich küsse dein Herz. Ja, Mann. Pommes und mein Burger, Mann. Ich habe mich gesehen im Moshpitz. Ich danke dir. Oh, war krass, aber war krass gerade. Ja, auf jeden Fall. Ich habe keinen Akku mehr. Meine Stimme ist weg. Ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich die ganze Zeit alleine war. Ich weiß nicht, ob meine Perspektiven in den Vlog reinkommen. Dann muss mir das irgendwie schicken über Instagram oder so. Dann ist die Qualität nicht so gut, sorry. Ja, das war auf jeden Fall vom ersten Tag. War crazy. Sehr anstrengend. Wir sehen uns morgen bei Tag 2, Playboy Cardi. Das wird das härteste von allen. So, wir sind wieder zu Hause. Den hast du noch lange nicht gesehen. Nein, übertreib es nicht. Ich sage dir, Kater? Spritzer bis Dach.
Als ob. Dach ist crazy. Okay, ich brauch kurz Feedback, Jungs. Rolling Loud, Digga, da war bei Uzi und Travis erste Reihe. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Aufnahmen rein. Ich überleg's mir noch. Karl hat mich alleine gelassen. Rohat. Boah, sag mal. Ich war mit euch ja Lil Uzi. Es war nur ein Gedränge. Ja, es war also crazy. So dieses, also ich war so behindert. Ehrlich auch so. Ich schwöre auch so. Also nicht nur es so, war wirklich war so. So da sind Haken geworden, ehrlich. Jeder wollte sich vorkämpfen und es war wirklich. Deswegen mit Schima schon erreicht. Wenn ich von hier reinspringe, schaffe ich nicht aufzukommen auf dem Boden? Ja. Da ist aber nur ein Meter. Nein, das ist doch nicht. Ich muss schon weit springen. Sonst ja. Travis Alter, und Kuwaite. Jetzt mit Anlauf, mit Anlauf. Wie läuft denn der? Kalle, wie fandest du es? Digga, Dingens, Uzi am Anfang. Oh mein Gott, wir haben trotzdem Aufnahmen hinbekommen. Ich glaube, das wird im Vlog zu sehen sein. Dann haben wir Lonely. Ausnahme bei Uzi noch entspannt. Das war geil. Das war geil. Dann haben wir Destroy Lonely. Ich habe mit Sid ab Destroy Lonely haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja. Zum Beispiel, das waren zu wild. Das war sehr, sehr verrückt. Destroy Lonely war trotzdem krass, ich schwöre. Das war trotzdem krass. Und dann war ich bei Ken Carson, war noch besser. Ja. Ich hoffe, wir kriegen die Aufnahmen rein. Da war ich mit einem Abonnenten. Kalle war denn bei Travis irgendwo? Guter Kameramann. Ich bin schon alle gelassen bei Ken Carson. Ich wollte. War ich mal bei Ken. I just wanna go. Du warst mal bei Ken. Dankeschön. Ja, ich dachte, wir kommen vielleicht. Ich war bei Uzi und hab ich eine Stunde gewartet, bis Travis kam, weil ich war vorne. Und wie war der Rest? Travis und Co. Travis. Ihr habt erstmal Travis gesehen. Also für mich erstmal Travis. Ich hab da wirklich gestanden, auch nicht aufgenommen und war wirklich. Oder ich kenne alles auswendig. Ja, ist Travis. So ein krasser Performer. Also ich hab Travis schon nicht mehr besonders. Vierte Mal, fünfte Mal gesehen. Hier ist mal trotzdem krass natürlich. Travis ist heftig. Safe heftig. Aber ich kann den nicht. Ich hatte gar keinen Bock mehr bei Sicko Mode und so auf Dings. Aber ich muss sagen, was ich richtig langweilig fand heute am Tag, die Acts waren erst so um 22 Uhr oder so. Und den ganzen ich sage, wir haben Fehler gemacht, dass wir wirklich so früh sind zu früh. Erster Tag. Ja, Gelände, einfach so mäßig. Nee, aber so ein bisschen gucken, so wie. Erster Tag empfehle ich auch früh zu gehen. Einfach mal. Einfach mal gucken. So dieser Vibe, das war cool, Digga. Trotzdem, ich fand's. Wasser und so. Ja, genau. Morgen gehen wir später. Morgen ist eigentlich nur Cardi. Zeig doch mal in Auerbach. Okay, um 9 Uhr. Zeig doch mal in Auerbach. Bin ich mal besoffen. Um 19 Uhr. Zeig doch mal Auerbach. Ja, gleich. Ja. Der Chopper danach. Um 19:20 Uhr, das war's. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, Johann. Boah! Und Slumpy der. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Sprung kommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Zeig einfach einen Sprung. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Sprung kommt. Der Abnormale. Daniel, so uncool, Digga. Der uncoole. Ja, sorry. Warte, der Abnormale, Mann. Laniel. Tschüss, was er sagt. Warum sagt er mich so Laniel dann? Warum sagt er das? Wallah, sag mal Laniel. Er hat mich Laniel. Wie du lachst, zu dreck. Hab ich mal neben gelernt. Sag mal den Abnormalen. Abnormale? Dabei reinspielt. Der Abnormale Walk. Die Abnormal, Digga. Das ist einfach ekeler Regen, das schwöre. So, Sid, Outro. So, wenn ich jetzt nicht komplett krank werde, weiß ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht München wird noch diskussionsmäßig, aber ne, kein Fall gehe ich dahin. Weil hier ist schon. Portugal war schon Abonnententreffen, ich schwöre. Gott, kam hoch. Ja, ich gehe jetzt duschen, wenn ich schlafen. Ausruhen für morgen. Seid morgen am Start. Wenn es wieder heißt. Ich will dich. Warte. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen an die Hand nehmen. Ich spucke alles, Digga. Und? Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen an die Hand nehmen. Mann, seid mal leise. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen an die Hand nehmen, Tipps geben, bla bla, für erstmal Rolling Loud München, falls es reingeht. Und ja, ich hoffe, es wird der Vlog gefallen. War sehr cool, muss ich sagen. So am Strand und so, war coole Vibes auf jeden Fall. Ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß nur dich raus, ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du nicht drehen? Mit den Regeln kann ich nicht einbauen. Oh mein Gott. Yeah.